Hallo und herzlich willkommen zu meinem eigenen kleinen Fallout Shelter Projekt bei Zero auf dem Kanal. Ja, ich muss ehrlich gestehen, eigentlich so diese Frage, die ihr mir gestern in Zero Stream gestellt habt, ob ich auch mal Fallout Shelter spiele, hat das Ganze jetzt in Bewegung gebracht, weil eigentlich hatte ich persönlich den Gedanken schon relativ lange. Und ich würde sagen, jetzt wird er in die Tat umgesetzt, einfach weil, eigentlich mehr, weil ihr danach gefragt habt. Ja. Ihr seht schon, ich habe mir schon eine Vault-Nummer ausgesucht. Es wird die Vault-Nummer 911. Das ist die amerikanische Notrufnummer, für die, die es eventuell nicht wissen. Weil ist ja, draußen ist alles kaputt und Schutz und so, ja. Und ich würde sagen, in der Zeit, wie wir jetzt die Vault erstellen und mal ganz kurz reingucken, erkläre ich euch, wie ich das Ganze jetzt machen werde. Und zwar, werde ich das so machen, wie Zero das am Anfang auch gemacht hat. Ich werde zwei Listen erstellen, einmal normale Bewohner und einmal Ödländer. Das heißt, dass ihr also wieder auch bei mir mit dabei sein könnt. Und ja, gut, das kennt ihr, das kenne ich, das lese ich jetzt alles nicht nochmal vor. Und ich würde sagen, dass wir das dann nämlich ganz genauso machen. Und ihr dann euren Namen sagt, ich zwei Listen mache mit Ödländer und Bewohner und dann halt den Zufall entscheiden lasse, wer in die Vault kommt und wer nicht. Das heißt, schreibt kräftig unter die Kommentare, ja, mit welchem Namen ihr dabei sein wollt. Und wie gesagt, die Bezeichnung, ob Ödländer oder Bewohner. So, willkommen in deinem neuen Vault, Aufseher. Es folgt eine kurze Vorstellung der Grundlagen. Das müsst ihr euch jetzt allerdings auch noch mit mir kurz zusammen antun. Weil wir bauen Räume. Ein Generator nämlich. Yay. Genau, wir bauen den nämlich hier hin. Ich habe mir ein bisschen angeguckt, muss ich ehrlich gestehen, dass ich ein bisschen geschmult habe. Ich habe ein bisschen geguckt und mir angesehen, wie man eventuell am besten so eine Vault zusammenbauen könnte. Und ich habe einen Plan. Der ist nicht ganz so extravagant wie Zeros Plan, so mit einmal rum und wegen Todeskrallen und so. Werde ich vielleicht auch noch machen, je nachdem, wie gut ich meine Vault beschützen kann. Und, oh, es sind Bewohner aufgetaucht. Ja, richtig, ja, ich sehe die Daten. Toll. Ich muss sagen, ich finde es halt immer noch witzig, diese Special-Daten. Ein bisschen kann ich noch sehen, was es ist. Also gerade was so Stärke, Charisma, Intelligenz. Aber bei AP und so weiter hört es bei mir auf. Ich werde es mir nie merken können. So, aber wir können ihn auf jeden Fall dahin ziehen, wo er gebraucht wird. Was ich natürlich cool finde, ist, dass wenn man ihn dahin zieht in den Raum, dass man gleich sieht, welches Attribut gebraucht wird und welches er davon dann hat. Das ist mir sehr schön. Ach, du willst auch Generator spielen? Ja gut, aber Stärke 2 ist jetzt auch nicht so dolle. Ja gut, aber wir haben da auf jeden Fall schon mal mindestens 2 Bewohner. Warum nicht? Warum nicht? Ja. Eigentlich war das eigentlich auch schon so zur Vorstellung. Es soll nämlich gar keine richtige Folge werden. Ich wollte einfach nur kurz anfangen. Ich wollte euch zeigen, so, hey, hey, ich mach das jetzt. Und das heißt, wir sehen uns dann nämlich morgen, also ab morgen sehen wir uns dann jeden Sonntag um 18 Uhr. Ich weiß noch nicht, wie lange ich die Folge mache, so zwischen 20 und 30 Minuten. Also ich denke auf jeden Fall mindestens 20 Minuten, weil das ist so das Gesetz des Zero auf seinem Kanal. Nein, natürlich, also ich könnte auch 15 machen, aber es ist so für eine Woche lohnt sich das irgendwie nicht. Ja, deswegen, ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Ich hoffe, dass ihr bis dahin zahlreich kommentiert, euch bewerbt für Bewohner und so weiter, dass ihr das Ganze annehmt, dass ihr das cool findet, dass ich jetzt auch hier bin. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen. Ciao!